Ja, ich soll nicht immer Moin Moin sagen, deshalb Hey ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zum Test des Huawei P20 Pro hier bei tariftipp.de. Ja, das P20 Pro ist natürlich das Flaggschiff der P20-Reihe von Huawei. Das P20 Lite und das P20 haben wir ja bereits getestet. Nun also der Test des P20 Pro, das erste Smartphone mit einer Triple-Kamera, also mit drei Objektiven. Ich bin mal ganz gespannt, ob die Smartphones in so 2-3 Jahren 5 oder 10 Objektive haben werden. Schauen wir mal. Ja, das P20 Pro kostet UVP 899 Euro. Ihr kriegt die schwarze Variante, zumindest die wir hier auch zum Test zur Verfügung gestellt bekommen haben, mittlerweile für 835 Euro. Es gibt es auch noch in Blau und rechts in Twilight. Und ja, ich möchte euch in diesem Video alle Vor- und Nachteile des P20 Pro zeigen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ein guter Tariftest startet natürlich mit dem Unboxing. Das hier ist der Verkaufskarton des P20 Pro. Ein bisschen sehr schlicht, finde ich eigentlich, wenn man bedenkt, was man hier für ein teures Gerät hat. Ja, ganz oben findet ihr wie immer das Smartphone. Das P20 Pro, wie gesagt, in schwarz haben wir das hier bekommen. Dann haben wir eine Pappschachtel mit einer SIM-Spange. Dann sind da normalerweise Kurzanleitung, Garantieweise drin und auch eine Handyhülle. Die hat sich der letzte Tester offensichtlich hier geschnappt und ist bei uns leider nicht dabei. Dann haben wir noch ein Daten- und Ladekabel vom Typ USB-C und der dazugehörige Stromadapter. Der ist übrigens Quick-Charge-fähig. Bei Huawei nennt sich das Ganze Supercharge, also schnellladefähig. Sehr, sehr schön. Und außerdem haben wir hier noch einen Kopfhörer, den ich euch nachher auch nochmal in Ruhe vorstellen werde, und einen Adapter für 3,5 mm Klinken-Analog-Kopfhörer, weil das P20 Pro solchen Anschluss nicht mehr hat. Ja, genau wie das P20 kommt auch das P20 Pro in einem stylischen Glasdesign und wird von einem Aluminiumrahmen gehalten. Das Pro-Modell hat nun allerdings einen Wasser- und Staubschutz nach IP67 und dafür, dass wir hier ein 6,1 Zoll großes Display haben, ist es super kompakt geraten, 155 mm in der Höhe. Die Bautiefe 7,8 mm und das Ganze wiegt 180 Gramm. Und wirkt, ja, wie ihr sehen könnt, total edel. Leider ist natürlich die Rückseite, wie immer bei Glasdesign-Smartphones, sehr anfällig für Fingerabdrücke. Also da seid ihr schon des Öfteren mal am Putzen, wenn ihr das Handy sauber haben wollt. Aber die Verarbeitung geht wirklich in Ordnung. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Smartphone. Wie üblich bei Huawei Smartphones hat auch das P20 Pro diese sehr geschmackvollen Sperrbildschirmfotos, wie ich finde, zeige ich immer gerne. Finde ich wirklich total gelungen. Und ja, ansonsten gibt es ein paar Unterschiede zum Display des P20. Wir haben hier eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll, ist also deutlich größer. Und ja, die Auflösung beträgt 2240 x 1080 Pixel, also Full HD Plus. Das Ganze kommt aufgrund der schmalen Display-Render dann im 19:9 Format, sehr ungewöhnlich. Und auch die Blickwinkelstabilität bei diesem OLED-Panel, das ist also ein OLED-Panel, ist anders und ein bisschen besser, finde ich, als beim LCD-Panel vom P20. Die Pixeldichte liegt bei 408 ppi und die Helligkeit haben wir gemessen mit etwa 650 Candela. Hier könnt ihr sehen, ich habe es mal auf die maximale Helligkeit eingestellt und das leuchtet doch schon alles ziemlich stark. Also auch bei Sonneneinstrahlung werdet ihr das P20 Pro gut ablesen können. Dieses Smartphone hier, ich halte es mal ein bisschen näher ans Objektiv, hat eine Folie auf dem Display. Ich weiß nicht, ob das nur bei Pressesammels der Fall ist, aber ich habe es einfach mal drauf gelassen. Stört ja nicht weiter. Aufwachen, kleine Interruption! Wusstet ihr schon, dass es auf unserer Webseite tariftipp.de jede Menge Handytests gibt mit Bestenliste, Top 10 Einsteiger-Smartphones, Top 10 Preis-Leistung-Handys und so weiter und jeder Menge Handy-Tarifaktionen mit Rabatten und echten Knallerpreisen? Nee, wusstet ihr nicht? Na dann schaut mal vorbei und schon geht's weiter mit dem Test. So, dann schauen wir uns mal die Bedienelemente an. Wir haben hier den An- und Ausknopf mit einer roten Kennzeichnung und eine Lautstärke-Wippe und dann den Lautsprecher mit zwei Gittern, werde ich später nochmal was zu sagen, und den USB-C-Anschluss sowie ein Mikrofon. Auf der anderen Seite dann den SIM-Schacht, da werden wir später natürlich auch nochmal schnell reinschauen. Oben dann ein weiteres Mikro und ein Infrarotsensor, mit dem ihr zum Beispiel euren Fernseher fernbedienen könnt mit einer speziellen App. Sehr, sehr schick, finde ich. Vorne dann hier der Fingerabdrucksensor und darüber auf dem Display die On-Screen-Tasten von Android. Ja, der Fingerabdrucksensor, seht ihr schon, ich mache es hier zwei, dreimal, funktioniert wie bei Huawei üblich eigentlich total schnell und zuverlässig.
Ich mag zwar lieber Fingerabdrucksensoren auf der Rückseite, aber davon mal abgesehen, funktioniert der klasse. Ja, das P20 Pro hat, das wusstet ihr wahrscheinlich schon, diesen Notch. Den könnt ihr ein- und ausschalten, wenn ihr in den Einstellungen nach dem Menüpunkt Einschnitt sucht. So, da habe ich es mal aufgerufen. Und da könnt ihr einstellen, entweder an oder aus. Und an der Anzeige der oberen Zeile ändert das eigentlich außer der Farbe nichts. Ich lasse es jetzt mal so hier, weil ich es eigentlich ein bisschen schicker finde. Kann man dann einstellen, wie einem das besser gefällt. Ja, dann wollen wir mal weitermachen mit der Softwareausstattung des Huawei P20 Pro. Wir haben hier Android in der aller aktuellsten Version natürlich an Bord. Oreo, das ist die 8.1er Version. Und darüber liegt dann noch die Emotion UI von Huawei, auch in der Version 8.1. Hier seht ihr mal das Schnittstellenmenü dieser Software. Und ja, wenn ihr nach links wischt, kommt normalerweise der Google News Feed. Den habe ich jetzt hier noch nicht eingerichtet, deshalb passiert da nichts. Und ja, was noch zu sagen? Ach ja, genau, ihr könnt, wenn ihr wollt, wie üblich bei Huawei Smartphones auch wechseln zwischen dem App Drawer und dem Standardmodus. Ich rufe den mal auf. Hier seht ihr die beiden Möglichkeiten. Wenn ihr jetzt umschaltet auf den App Drawer Modus, dann werden eben nicht alle Apps auf den Homescreens verteilt angezeigt, sondern nur die, die ihr da hinzieht. Und da unten gibt es dann halt ein neues Symbol, da könnt ihr halt alle Apps aufrufen, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich mag den anderen Modus eigentlich lieber, aber gut, das ist natürlich letztendlich auch so ein bisschen Geschmackssache. Hier, wenn ihr auf diese Symbole tippt, kommt entweder die Uhrzeit und der Wecker oder das Wetter. Und hier in der Mitte, wenn ihr auf die Google-Suchbar tippt, kommt dann auch der Google News Feed. Also ich muss sagen, ich komme mit der Emotion UI 8.1 sehr, sehr gut zurecht, mit Android 8.1 natürlich sowieso. Insofern in Sachen Bedienung gibt es eigentlich nichts, was mir hier negativ aufgefallen sein sollte beim Huawei P20 Pro. Was ist noch zu sagen? Achso, ich wollte euch noch mal kurz dieses Face Unlock, die Gesichtserkennung zeigen. Ich hatte mein Gesicht hier schon registriert, das lösche ich jetzt mal. Und dann werden wir das gleich noch mal zusammen machen. Da oben Gesichtsdaten löschen, genau. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das einrichtet, dieses Face Unlock. Ihr müsst zunächst hier ein Muster ziehen und dann in die Kamera schauen, in die Selfie-Kamera. Nicht erschrecken, ich komme gleich ins Bild. Achtung, da bin ich auch schon. So, jetzt wird mein Gesicht gescannt und registriert, gespeichert. Und wenn ich das Handy jetzt ausmache, ich mache das mal, und erstmal in die andere Richtung halte, dann werdet ihr sehen, da passiert gar nichts, außer Gesicht erkennen. Er versucht, mein Gesicht zu erkennen. Jetzt schaue ich drauf, zack. Und schon ist das Smartphone entsperrt. Ich mache das nochmal, schaue aber direkt drauf. Das kann man gar nicht sehen, so schnell geht das. Und das ist auch mega zuverlässig, also das gefällt mir richtig gut. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Thema Performance und Ausstattung. Da könnte ich all das, was ich beim P20 schon gesagt habe, eigentlich wiederholen. Ist ja auch der gleiche Prozessor. 206.553 Punkte haben wir bei AnTuTu gemessen. Ja, als CPU verbaut, Huawei eben hier auch die HiSilicon Kirin 970, eine Octa-Core-CPU, die mit 2,36 GHz getaktet wird. Allerdings haben wir hier 6 GB RAM statt 4, die es noch beim P20 gab, also 2 GB mehr beim Pro-Modell. Und ich habe jetzt mal hier Traffic Rider gestartet, das lief nicht im Hintergrund, da seht ihr, wie schnell das geladen wird. Also das ist wirklich blitzschnell, dieses Smartphone. Ja, LTE ist natürlich logischerweise auch an Bord, und zwar in der Kategorie 12, glaube ich. Rattenschnell bis zu 1200 Mbit könnt ihr im Download surfen. Wir haben Bluetooth 4.2 an Bord und auch ein NFC-Chip. Ein FM-Radio gibt es leider nicht, aber davon mal abgesehen, also was die Ausstattung angeht, kriegt das Huawei P20 Pro von mir fast die volle Punktzahl. Ja, weiter geht's mit einem ebenfalls sehr, sehr positiven Aspekt, nämlich dem Akku des Huawei P20 Pro. Der ist natürlich fest verbaut, kann man nicht wechseln. Der hat aber eine Kapazität von 4000 mAh, also richtig fett, und das hat zu sensationellen Akkulaufzeiten geführt. Also wirklich schnellladbar ist er auch, der Akku. Hier seht ihr nochmal den Supercharge-Ladeadapter. 1000 Minuten Akkulaufzeit haben wir hier so durchschnittlich gemessen. Das ist wirklich ein Bombenwert und viel, viel, viel besser als die meisten anderen Smartphones dieser Preisklasse. Induktiv kabellos ist der Akku leider nicht ladbar. Ja, der interne Speicher beträgt 128 GB, auch das ziemlich üppig. Allerdings könnt ihr leider Gottes keine MicroSD-Karte einlegen. Ich habe hier mal den SIM-Schlitten rausgeholt. Da seht ihr schon, da passen zwei Nano-SIMs rein. Also Dual-SIM-fähig ist das P20 Pro schon. Aber wie gesagt, MicroSD-Kartenerweiterung funktioniert leider nicht. Aber 128 GB ist ja eigentlich schon ganz üppig.
Ja, weiter geht's mit dem Thema Audio MP3. Das sind die mitgelieferten Kopfhörer beim Huawei P20 Pro. Klingen richtig gut, allerdings ein bisschen bassarm, weil sie eher ins Ohr gehängt, denn gestopft werden. Die werden per USB-C, also digital, angeschlossen hier ans P20 Pro. Aber wie gesagt, wenn ihr noch einen besseren, älteren Kopfhörer habt, gibt's hier diesen Adapter. Damit könnt ihr auch analoge per 3,5 mm Klinke anschließen. So, dann wollen wir mal ein bisschen schauen, was es hier so an EQ- und Audio-Einstellungen gibt. Hier gibt es zum Beispiel den Dolby Atmos-Bereich. Also Dolby Atmos ist an Bord, ist natürlich sehr löblich. Und zwar mit drei verschiedenen Presets, die ihr auswählen könnt. Smart, Film und Musik. Und ja, was ich ein bisschen vermisst habe, ist tatsächlich ein EQ, den gibt es hier nicht, also ein Equalizer, den könnt ihr nicht anschließen, außerdem auch keine Templates oder sowas. Das ist ein bisschen dünne, finde ich eigentlich, aber gut, wenn man ehrlich ist, wenn so ein Smartphone gut klingt und der Kopfhörer gut klingt, braucht man das natürlich eigentlich auch nicht wirklich. Ja, das hier ist die Audio-App vom P20 Pro, also von Huawei. Auch hier gibt es keine Einstellung, was den Ton angeht. Ich werde jetzt einfach, um das Ganze nochmal vollständig zu machen, auch nochmal Google Play Music öffnen. Da gibt es ja manchmal auch solche Einstellungsmöglichkeiten. Aber auch hier werdet ihr gleich sehen, gibt es keine Einstellung, im Bereich Einstellung, keine Möglichkeit, den Klang zu beeinflussen. Ihr müsst also mit der Möglichkeit von Dolby Atmos leben, mit diesen drei Presets, die man da einstellen kann. Ja, einen internen Lautsprecher gibt es natürlich auch hier auf der Unterseite. Es hat zwar zwei Gitter, aber wie so oft kommt da nur aus der rechten Seite wirklich was raus. Was das immer soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sieht ein bisschen besser aus, aber naja. Aber immerhin aus der Hörmuschel oben kommt doch auch ein bisschen was raus, nämlich die Höhen. Das war beim P20 nicht ganz so gut, finde ich. Deshalb hier beim P20 Pro tatsächlich ein echter Stereo-Sound. Das klingt auch richtig gut. Und wie das klingt, werde ich euch jetzt mal vorspielen. Hier seht ihr die Hauptkamera des Huawei P20 Pro, wie gesagt, mit drei Objektiven und 40 Megapixel ist die höchste Auflösung des RGB-Sensors der Hauptkamera. Es gibt dann noch ein Telezoom mit 8 Megapixel Auflösung, da werde ich später auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Hier die Selfie-Kamera auf der Vorderseite, die löst auch mit unglaublich guten 24 Megapixeln auf, ist glaube ich die gleiche, die auch beim P20 verbaut wurde. Und bevor wir uns die Beispielfotos anschauen, wollen wir noch mal wie immer einen schnellen Gang durch die Foto- und Video-App machen. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. Beim P20 habe ich ja noch ein bisschen es kritisiert, weil ich die alte Version aus der Emotion UI 5.1 ein bisschen besser fand. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Hier unten gibt es einen Schiebeschalter für die unterschiedlichen Modi. Unter mehr gibt es dann noch mal tonnenweise weitere Modi, unter anderem diesen tollen Nachtmodus. Dazu werde ich aber ein separates Video nochmal machen, weil das den Rahmen dieses Videos hier sprengen würde, wenn ich das alles zeigen würde. Hier oben rechts ist das Einstellrad für die Einstellungen und gibt es alle möglichen Einstellungen. Werde ich jetzt auch nicht so en Detail drauf eingehen. Hier habt ihr noch ein paar Schnellschalter für die Blitzsteuerung. Dann gibt es hier den Momente-Modus, da wird ein kleines Video gemacht. Und Farbfilter gibt es natürlich auch noch. Und dann gibt es hier den Bokeh-Modus, das heißt hier ganz salopp einfach nur Blende. Da könnt ihr halt die Blende auf die maximale Öffnung einstellen. Das habe ich jetzt gerade, sehe ich gerade, nicht so richtig gut gemacht hier. Regle ich die Blende mal auf die maximale Öffnung und schieße ein Foto. Und das Schöne bei Huawei Smartphones ist, dass ihr das nachträglich auch einstellen könnt. Hier, das Foto ist jetzt im Editor in der Galerie aufgerufen. Da seht ihr, ich kann den Fokuspunkt einfach dahin setzen, wo ich ihn hinhaben will. Und das funktioniert bei Huawei einfach echt richtig gut. Also dieser Blendenmodus, den finde ich echt Bombe, muss ich sagen. Ja, einen Profi-Modus gibt es natürlich auch. Hier versuche ich den gerade mal aufzurufen. Na, endlich klappt's. Da könnt ihr die Belichtung manuell einsteuern, wie ihr Lust habt. Alles Mögliche könnt ihr da einstellen. Und im Videobereich schauen wir uns nochmal die Auflösung an. Maximal ist UHD, also 4K möglich mit 30 Bildern pro Sekunde. Es gibt auch einen Full-HD-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde. Also eigentlich alles dabei, was man so braucht. Und jetzt wollen wir uns mal die Beispielfotos ansehen. Ja, die Kamera des Huawei P20 Pro hat ja eigentlich in fast allen Vergleichstests wirklich spitze abgeschlossen. Und das kann ich bestätigen. Ihr seht jetzt hier so ein paar Testbilder, die ich
fast alle mit der Hauptkamera im Automatikmodus gemacht habe. Also wirklich gestochen scharf. Guckt euch diese Blume an. Also das ist wirklich beeindruckend. Bei DxOMark hat das Huawei P20 Pro, glaube ich, 108 Punkte bekommen. Ja, jedenfalls die höchste Punktzahl, die jemals für eine Smartphone-Kamera vergeben wurde. Und wie gesagt, dem kann ich nur zustimmen. Diese Triple-Knipse, also die drei Objektive, haben ja eine Auflösung von 40 Megapixeln für den RGB-Sensor, den Farbsensor. 20 Megapixel bei dem Schwarz-Weiß-Sensor und die Telekamera hat 8 Megapixel. Jetzt seht ihr mal drei Aufnahmen. Das erste war im Normalmodus, jetzt dreifach vergrößert und jetzt fünffach vergrößert. Also mit der 8 Megapixel-Knips ist das hier gemacht, das Foto. Und das ist einfach klasse. Das hier ist eine Aufnahme, das ist wirklich total dunkel gewesen mit f1.8 aufgenommen, also mit der höchsten Blende. Und da seht ihr, das sieht aus wie taghell. Also ich bin wirklich baff, muss ich sagen, habe ich noch nicht gesehen. Jetzt nochmal ein Vergleich mit der großen Knipse hier mit 40 Megapixel. Jetzt das gleiche Foto nochmal mit 10 Megapixel. Da werden halt 4 Pixel zusammengefasst. Da habe ich jetzt nicht so einen richtigen Unterschied feststellen können, muss ich ehrlich sagen. Aber wie auch immer, ich werde auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich nächste Woche ein Vergleichsvideo machen mit dem Samsung Galaxy S9 Plus. Hier übrigens nochmal ein Televergleich. Einfach, dreifach und jetzt kommt nochmal eine fünffache Vergrößerung. Ja, in diesem speziellen Video, was jetzt demnächst folgt, werde ich nochmal der Kamera weiter auf den Zahn fühlen, sonst würde dieses Video hier zu lang werden. Aber lasst euch gesagt sein, ich kann nur sagen, auch ich finde, das ist die beste Smartphone-Kamera, die ich je gesehen habe. Auch die Selfie-Kamera, hier kommen nochmal drei Selfies, hier mit Bokeh-Modus aktiviert. Hat mich wirklich umgehauen hier im Innenraum, auch total geil. Also die Farben, alles total natürlich, mega scharf und einfach, ja, einfach High-End. Besser geht es irgendwie kaum. Und jetzt kommt noch ein Testvideo. Ja, nach dem Beispiel Bildern jetzt auch nochmal auf die Schnelle ein Beispiel Video, das ich mit dem Huawei P20 Pro drehe. Und zwar, ups, gar nicht mal mit der maximalen Videoauflösung, die beträgt hier beim P20 Pro 4K. Ich habe aber eingestellt Full HD, weil hier mit Full HD 60 Bilder pro Sekunde möglich sind. Das ist eigentlich mein Lieblingsmodus. Und deshalb habe ich den gewählt. Wenn ihr noch ein weiteres Beispielvideo sehen wollt in 4K, dann schaut mal in der Videobeschreibung. Da habe ich nochmal einen extra Clip zusammengestellt. Den könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Ja, wie immer nutze ich die internen Mikros bei diesem wunderschönen Smartphone. Und zum Bildstabilisator ist noch zu sagen, dass dieser in dieser Auflösung hier leider nicht, der elektronische nicht hinzugeschaltet werden kann. Das geht dann erst ab Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, die Qualität gefällt euch von diesem Video. Und jetzt geht's weiter mit dem Fazit. Genau, damit kommen wir zum Fazit des Huawei P20 Pro. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte eigentlich noch nie ein Smartphone, was mir so gut gefallen hat wie dieses hier. Vor allem, und das vergisst man ja immer gerne bei solchen Tests, wo man sich mit vielen technischen Dingen rumschlägt, das kompakte Gehäuse. Das ist ja wirklich eine Sache, die im Alltag mega wichtig ist. Und trotz des wirklich riesigen 6,1 Zoll Displays ist das Huawei P20 Pro kaum größer als zum Beispiel ein S7 Edge, was ich immer noch nutze. Ein bisschen höher vielleicht, aber von der Breite her genauso kompakt. Also echt toll. Und ja, dieses Display ist beinahe randlos. Also wenn man drauf schaut, dann sieht man wirklich eigentlich nur noch Display. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend und sehr gut gelungen. Ja, ein paar Negativpunkte suche ich ja trotzdem immer noch mal raus, auch bei einem Smartphone dieser Extraklasse. Ich habe auch ein paar gefunden. Es gibt keinen Micro-SD-Schacht, wobei bei 128 GB braucht man das. Also ich glaube, mir reichen die 128 GB trotzdem, schade, dass es den nicht gibt. Der Akku ist nicht induktiv ladbar, also nicht kabellos ladbar. Das mag für den einen oder anderen tatsächlich ein Argument sein. Samsung-Smartphones, zumindest die der S-Klasse, sind ja kabellos ladbar. Das war bei P20 Pro eben nicht. Und außerdem ist das Gehäuse, obwohl es natürlich super schick ist in diesem Glasdesign, doch ganz schön rutschig und anfällig für Fingerabdrücke. Also nutzt die mitgelieferte Handyhülle, da habt ihr dann zumindest einen kleinen Schutz. Ja, ansonsten wirklich nur Pro-Dinge hier, eine super Ausstattung. Und als Wettbewerber habe ich mal rausgesucht das S9 Plus von Samsung, das Mate 10 Pro von Huawei, das HTC U11 und das LG V30. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch das eine oder andere Neues erfahren zum Huawei P20 Pro. Wenn dem so sein sollte, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich grüße euch und sage Tschüss, bis bald.